Holy fucking shit, was war das denn gestern für eine Show von Sony? Ich habe Großes erwartet, ich habe Großes bekommen. 40 Minuten voller, hey, du brauchst eine PlayStation 5 Show. Das war wirklich das, was ich erwartet und auch gehofft habe. Wer eines meiner vorherigen Videos hier auf dem Kanal gesehen hat, der hat ja gesagt, dass ich mir erhoffe, dass Sony uns die Roadmap der PlayStation 5 für die nächsten Jahre auch aufzeigt und nicht nur Deathloop und Co. präsentiert, also Spiele, die in näherer Zukunft erscheinen, beziehungsweise in wenigen Tagen. Und was soll ich sagen? Sony hat genau das gemacht. Die Liste der Ankündigungen liest sich lang und hervorragend für eine 40-Minuten-Show. Und man hat angefangen mit einem richtigen Banger, nämlich Knights of the Old Republic als Remake. Die Gerüchte stimmten auch, Aspyr entwickelt dieses Remake. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie viel geremaked wird und wie dieses Spiel jetzt im Jahr, naja, wann erscheint es, 2023, 2024, darüber gleich irgend noch ein bisschen mehr, wie es dann ausschaut und wie es auch gameplay-technisch modernisiert wurde. Denn wir müssen ganz ehrlich sein, das alte Knights of the Old Republic ist für sich genommen von der Story immer noch ein hervorragendes Spiel, ist aber vor allem in puncto Gameplay dann hart in die Jahre gekommen. Von daher, ja, es ist gut, dass es ein Remake ist. Das Ding ist übrigens auf der Konsole PlayStation 5 zeitexklusiv. Und das ist etwas, was sich durch diese Liste so ein wenig durchliest. Grundsätzlich hat Sony gestern sehr, sehr viele Spiele angekündigt, die entweder exklusiv oder zeitexklusiv auf der PlayStation bei den Konsolen erscheinen. Und das ist, wie ich finde, ein sehr guter Plan gewesen für diese Showcase. Eine totale Neuankündigung, zu der es nicht mal Gerüchte gab, war Project Eve. Da dachte ich am Anfang, what the fuck, das ist ja Bayonetta. Ist es nicht, ist es aber dann vielleicht doch. Sieht hervorragend aus, habe ich richtig Bock drauf und erscheint irgendwann, also nicht in den nächsten 6, 7, 8 Monaten. Wir haben mehr gesehen zu Tiny Tina's Wonderland, einen Borderlands-Ableger, der kein Hate, mir nichts bringt, weil ich Borderlands nicht mag, aber all jene, die darauf Bock haben, das Ding sieht halt wirklich schön aus und versucht aus Borderlands etwas mehr zu machen als nur, in Anführungszeichen, einen weiteren Open-World-Shooter in diesem Sinne. Es ist ein bisschen mehr streamlined, es hat oder soll viel mehr Witz haben und ich bin gespannt, ob vielleicht Tiny Tina mich dann ja doch mal umstimmen kann und ich bei Gearbox Shooter-Mechaniken jetzt doch voll dabei bin. Glaube ich zwar nicht dran, aber hey. Dann mein absolutes Highlight. Und ja, das muss ich sagen, mein absolutes Highlight, Forspoken. Es erscheint erstmal nur auf der PlayStation 5 und alles, was ich da gesehen habe, der Story-Ansatz, das Gameplay, die Grafik und das komplette Movement eurer Spielfigur sieht fucking awesome aus. Also ich hab da richtig Bock drauf. Und das, was mich am meisten weggehauen hat an diesem Trailer, wirklich, klingt ein bisschen doof, ist das Release-Datum. Denn Forspoken erscheint schon in knapp 6 Monaten. Und damit habe ich nicht gerechnet. Forspoken könnte der große Titel für die PlayStation 5 sein im Frühjahr 2022. Na, noch eine lange Nacht vor dir? Deine Konzentration lässt nach und du bist nicht mehr fokussiert? Klar, du könntest jetzt eine Zuckerbombe aus Österreich dir reinknallen oder du verzichtest auf unnötigen Zucker und Zusatzstoffe und gönnst dir etwas von unserem neuen Gaming Clerk Supporter Just Legends. Just Legends ist dein Performance Booster zum Selbstmixen. Einfach einen gehäuften Löffel vom Pulver im Wasser auflösen und bam, du bist wach, du bist konzentriert und fokussiert. Egal ob für deinen Sieg in Smash, eine lange Hausarbeit oder den Arbeitsalltag, Just Legends gibt dir die Performance, die du brauchst und verzichtet dabei auf unnötige Kalorien und Zucker. Check jetzt die vielen verschiedenen Just Legends Geschmackssorten über den Link in der Videobeschreibung und als angepinnten Kommentar aus. Nutze außerdem den Code GAMINGCLERKS und spare bis zu 15% bei deiner Bestellung. Übrigens, kleiner Tipp, den Geschmack Cola Bottles gibt es jetzt mit einer verbesserten Rezeptur. Der hat sich so auch direkt bei mir auf meinen Platz 2 direkt hinter Peach katapultiert. Gönn dir jetzt Just Legends, spar mit dem Code GAMINGCLERKS und werde wach. Oder mach's halt nicht und verkack dein Match in Smash. Ist ja deine Entscheidung. 5, 4, 3. Dann gab es noch mal kurz was zu Rainbow Six Extraction, okay. Alan Wake Remaster wurde gezeigt und erscheint bereits am 5. Oktober, auch sehr, sehr cool. GTA 5, I don't fucking care. Ghostwire Tokyo, habe ich Bock drauf. Das ist das letzte Spiel von Bethesda, welches höchstwahrscheinlich auch auf der PlayStation 5 zumindest für die nächsten Jahre erscheint.
Falls ihr es nicht mitbekommen habt, warum auch immer, Bethesda gehört ja nun zu Microsoft, aber der Deal, dass Ghostwire Tokyo zeitexklusiv auf der PlayStation 5 erscheint, der wurde bereits geschlossen, bevor Microsoft Bethesda gekauft hat. Und deswegen bleibt es erstmal dabei, dass dieses Spiel zeitexklusiv auf der PS5 bleibt. Ähnliches übrigens bei Deathloop. Ghostwire Tokyo sieht, wie ich finde, hervorragend aus. Beim Gameplay bin ich mir nicht so sicher, aber ich glaube, oder ich meine zumindest, für mich ist das Ding ein atmosphärisches Spiel. Ich mag das Setting, ich mag die Aufmachung, ich mag den Story-Ansatz und ich glaube, damit wird mich das Spiel richtig catchen. Beim Gameplay glaube ich oder hoffe ich, erwartet mich ein nettes Game, aber alles drumherum, da habe ich richtig Hoffnung und da bin ich auch richtig geil drauf. Weiter ging's mit Marvel's Guardians of the Galaxy. Okay, wissen wir, kommt ja auch schon in wenigen Wochen raus. Und dann gab's ja auch noch Vampire the Masquerade Bloodhunt, was mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich interessiert. Ist halt ein Vampire Battle Royale Spiel. Mal schauen, kann was werden, kann nichts werden. Beobachte ich eher so aus der Nische heraus, um ehrlich zu sein. Deathloop wurde dann auch nochmal gezeigt. Logisch, erscheint ja in wenigen Tagen. Darüber dann auch in wenigen Tagen mehr. Dann gab es noch Tishia, was ich fand, was ein sehr schönes Indie-Spiel war, zumindest rein optisch und auch von seiner Aufmachung. Auch das mit Gestaltenwandeln fand ich sehr, 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 sehr cool. Ich bin sehr gespannt. Das war auf jeden Fall das Indie-Spiel in dieser Show. Gab ja auch nicht so viele. Und ich fand es mal wieder schön, dass ein Indie-Spiel einen Spot bekommen hat in einer so großen Show. Sieht sehr, sehr cool aus. Hab wirklich Bock drauf. Ein Release-Datum habe ich hier nicht notieren können, weil es noch keinen gibt. Aber schauen wir mal. Und ab jetzt begann die große PlayStation Studio Show. Die nächsten Spiele sind alle ohne Wenn und Aber exklusiv auf der PlayStation zu bekommen, wobei es gibt eine einzige Ausnahme, nämlich die Uncharted-Trilogie, die erscheint auch auf dem PC Anfang 2022. Wer also Uncharted noch nie gespielt hat, eine PS5 oder einen PC hat, der hat jetzt wirklich den Moment, endlich mal die Abenteuer von Nathan Drake zu erleben. Ich persönlich kann es euch sehr empfehlen, es sind großartige Spiele und ich hoffe auf ein neues Uncharted. Ich glaube noch nicht wirklich dran, ich glaube Naughty Dog macht was ganz Neues, aber ich hätte wirklich Bock auf ein neues Uncharted, welches komplett die Power der PS5 nutzt. Aber hey, wenn ihr Uncharted noch nicht gespielt habt, dann war das eine Ankündigung definitiv für euch. Die große Überraschung, wirklich die ganz große Überraschung kam dann, nämlich Marvel's Wolverine, entwickelt von Insomniac Games exklusiv auf der PlayStation 5. Wir haben nur einen CGI-Trailer bekommen, aber niemand hat das kommen sehen. Spider-Man, damit hat man ein bisschen gerechnet, gab es Gerüchte, dazu gleich auch noch ein bisschen was. Aber Wolverine? Nein. Also wir wissen auch nicht, was für eine Art von Spiel das wird, aber wenn ich schätzen dürfte, vermute ich mal, weil es eben auch von Insomniac Games kommt, dass man ein wenig das elementare Grundgerüst von Spider-Man benutzen wird, um dieses Spiel umzusetzen. Nicht, dass man jetzt durch New York durchschwingt, aber das Kampfsystem und Co. glaube ich, wird man durchaus adaptieren. Denn ansonsten könnte ich mir nicht vorstellen, wie Insomniac Games gerade an zwei Spielen entwickelt. Wobei, bei Wolverine wissen wir nicht, wann es erscheint. Das Ganze war eher so ein Trailer, der sagt, hey, wir haben die Lizenz, wir dürfen es jetzt entwickeln. Und wir machen es auch. Ich glaube, dass Insomniac Games bzw. Sony generell die ganzen Marvel Singleplayer-Spiele in den nächsten Jahren machen wird. Zum einen, weil Spider-Man sehr erfolgreich war und Marvel deswegen auch gesehen hat, hey, das funktioniert sehr, sehr gut bei Sony bzw. bei PlayStation. Und zum anderen glaube ich auch, weil Sony selbst so ein wenig Druck ausgeübt hat. Denn wie ihr wisst, die Filmlizenz von Spider-Man liegt ja immer noch bei Sony Pictures. Und da gab's, da kann euch Luke mehr erzählen, checkt der Nerd Factory aus, aber da gab's jetzt mittlerweile ja auch einen Deal, dass man ein bisschen was miteinander sharen kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die ganzen Videospiellizenzen im Singleplayer-Universum vielleicht auch ein Teil dieses Deals dann doch waren. Ich glaube, wer Marvel-Spiele im Singleplayer erleben möchte, der braucht eine PlayStation 5. Wir haben dann mehr gesehen und vor allem Gameplay gesehen zu Gran Turismo 7. Da bin ich immer noch sehr, sehr misstrauisch, weil soweit ich weiß, ist es noch immer ein Cross-Gen-Titel. Man möge mich bitte berichtigen. Und erscheint auch schon im März 2022. Ich glaube, Gran Turismo 7 hat das große Problem, dass Forza einfach das hübschere und auch das bessere Spiel sein wird. Und ich rede hier von Forza Motorsport, natürlich nicht von Forza Horizon. Das ist ein komplett anderes Genre. Und ich glaube, dass die große Magie von Gran Turismo, die große Zeit von Gran Turismo vorbei ist und man sie wirklich wiederbeleben müsste auf eine neue und komplett andere Art. Mit nicht einem neuen Entwickler, aber mit ein bisschen, ach, ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, da macht es einfach nicht mehr so wirklich bei mir Klick. Und das ist sehr, sehr schade, weil das ist eine sehr historische Marke. Eine, die mit PlayStation wirklich eng verbunden ist. Aber das ist so ein bisschen dasselbe, was Microsoft mit Halo hat. Gran Turismo wirkt ein bisschen outdated und braucht, wie ich finde,
was komplett Neues. Und dieses komplett Neue sehe ich nicht in Gran Turismo 7. Dann gab es den großen Banger zum, noch nicht ganz Abschluss, aber es war eigentlich die große Überraschung, die große Gerüchteküche gab es dazu schon lange. Marvel Spider-Man 2 erscheint auf der PlayStation 5 im Jahr 2023 und wird ebenfalls entwickelt von Insomniac Games. Damit konnte man rechnen, dass es 2023 kommt, damit konnte man ebenfalls rechnen. Es überrascht mich nicht, dass es kommt. Ich fand sehr geil trotzdem, dass man gezeigt hat, dass es kommt, damit man keine Gerüchte mehr braucht und so weiter und so fort. 2023 ist natürlich jetzt noch sehr, sehr weit in der Zukunft. Aber ich habe auch nicht gerechnet, dass das Spiel nächstes Jahr kommt, denn nächstes Jahr ist für mich schon voll mit einem Gran Turismo, mit einem Forspoken und mit einem God of War Ende des Jahres. Wobei God of War hat noch kein Release-Datum. Mit God of War hat man aber dann die Show beendet. Santa Monica Studios durfte zum ersten Mal Gameplay zeigen von God of War Ragnarok und ja, es sieht halt auch aus wie ein Cross-Gen-Titel oder anders gesagt, es sieht aus wie das vorherige God of War. Das ist nicht negativ gemeint, zugegebenermaßen, ich hätte mir zumindest in der Präsentation schon einen größeren Sprung erwartet oder erhofft, kann ja noch kommen, aber ich glaube, God of War Ragnarok wird mehr God of War und es wird auch das bessere God of War, aber es wird kein anderes Spiel. Bedeutet, wenn ihr den Vorgänger nicht mochtet, dann wird das auch nicht euer Spiel werden. Wenn ihr den Vorgänger aber mochtet, dann kann ich erwarten, dass das Ding euch richtig weghauen wird, weil ich einfach, ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, dass der zweite Teil immer der stärkere ist. Das gilt auch für viele andere Marken und bei God of War Ragnarok glaube ich halt, das wird richtig reinhauen. Entwickelt von Santa Monica Studios, selbstverständlich. Ein Release-Datum wurde nicht genannt, aber weil man schon Gameplay gezeigt hat, denke ich mal Weihnachten 2022. Im Frühjahr rechne ich nicht damit, denn dann hätte man den Release schon genannt. Es sind ja nur noch wenige Monate und deswegen würde ich mal fest davon ausgehen, Weihnachten 2022 könnt ihr wieder mit Kratos die Axt schwingen. Mein Highlight, habe ich ja bereits erwähnt, war Forspoken. Nun haben aber gestern meine lieben Kollegen Dominik und Philipp den ganzen Spaß gestreamt, weil ich unterwegs war. Und die hatten natürlich auch eigene Highlights. Und die sollen sie euch selbstverständlich auch noch selbst mitteilen. Deswegen, Dominik! Meine Erwartungen an das PlayStation 5 Showcase gestern waren, würde ich sagen, gar nicht so sonderlich hoch, sondern vermutlich relativ moderat oder realistisch gehalten. Und trotzdem hat Sony es geschafft, mich wirklich traurig zu machen, dass ich aktuell keine PS5 bei mir stehen habe. Meine Highlights waren natürlich Spider-Man 2, mega großartig, super cool, Marvel Wolverine, total unerwartet, hat niemand mitgerechnet. Aber wenn ich meine Nummer 1 nennen würde, dann war das ohne Frage Star Wars, also das Remake von Star Wars The Old Republic. Denn nicht nur heißt es, dass wir jetzt bald 2023 oder so, eins der beliebtesten Star Wars Singleplayer-Spiele in moderner Grafik und mit modernem Gameplay bekommen würden, denn es bedeutet zusätzlich auch, dass es jetzt so scheint, als ob The Old Republic in den Kanon übernommen wird, was für mich als Star Wars-Fan ziemlich schön ist, denn das heißt nicht nur, dass ich ein unfassbar gutes Game bekomme, auf der PS5, wenn ich einen habe, und auf dem PC, sondern auch Serien und Filme in diesem Universum. Und deswegen Star Wars The Old Republic, absolut meine Nummer 1 aus dem PlayStation 5 Showcase. Und jetzt hole ich Philipp. Hi, na? Dominik. Ich bin gerade geholt und ich soll euch mal kurz sagen, was mein Highlight von der Showcase war. Und bei mir ist es tatsächlich Spider-Man 2. Ich war sehr geflasht, als ich den Trailer gesehen habe. Ich war erst verwirrt, als ich zum ersten Mal die Laterne gesehen habe und ein bisschen Strom. Da dachte ich, kommt dann Famous? Kommt da irgendein neuer Teil? Vielleicht ein DLC von Second Son? Vielleicht ein bisschen verspätet, aber könnte sein. Aber nein, es war Spider-Man 2. Ich bin sehr gehypt. Venom ist der Gegner. Oh shit. Ich meine, es war klar. Aber ich bin trotzdem schockiert gewesen, weil ich habe es absolut verdrängt und wusste es nicht mehr. Und ich hab Bock. Nun gut, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in den Kommentaren, was ihr denn für ein Highlight hattet beim Showcase. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und Spider-Man, Alter. Let's go.